Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Wir sind im Lagerbüro. Wir haben frühen Morgenvormittag. Die Situation hat sich jetzt durch das Erlegen von dem Hirsch ein bisschen verändert. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, wie jetzt am besten vorzufahren wäre. Es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt zur Pelzjägerhütte zurückzuwetzen, denn dazu müssten wir entweder das Fleisch im Stich lassen oder wir müssten es mitnehmen. Ich gehe nochmal kurz hier vor die Tür. Wie viel haben wir jetzt hier noch? Und beides passt mir natürlich nicht. Ich möchte nicht das Zeug hier liegen lassen und ich möchte es auch nicht mitnehmen. Das sind noch 1, 2, 3, 4 Stücken. Hier. So. Jeweils 1 Kilo. Und ich möchte ein Stück benutzen, um zu lernen. Was haben wir denn noch an Lernbüchern da? Wir haben den Angler. Ja, also sag ich. Wir machen mal eine Stunde hier. Das hat sogar geklappt, gleich nochmal. Und gleich nochmal. Ja, jetzt werde ich das Stück verputzen. Und lese den Angler fertig. Wunderbar. Haben wir denn gelevelt dabei schon? Eisfischen 2. Okay. Gut. Dann. Die Rohrkolben können wir gleich hier zurücklassen. Noch 6 Streichhölzer. Wir haben das. 45 geht auch noch. Das wäre jetzt auch noch mal so eine Geschichte, die in Angriff genommen werden müsste. Okay. Die ist getrocknet. Na gut. Dann ist nämlich der Plan folgender. Hier noch ein bisschen Zeit am See zu verbringen. Und zwar möchte ich die Runde um den See machen, um die Hütten zu looten. Trotzdem treibt es mich immer noch mal hierher. Einerseits, um nach unserem Wolf zu schauen. Wenn der nämlich dort liegt, könnte man ihn häuten. Der liegt da aber nicht. Aber, also man sieht, dem geht's nicht gut, würde ich sagen. Der schleppt sich schon ziemlich. Ich glaube, der braucht noch einen Treffer. Ne, er ist ja noch ganz munter. Okay. Na gut. Dann soll er machen. Dann schauen wir uns in der Zwischenzeit am See um. Ey, der ist aber hinterher hier. Dass er uns nicht in den Hintern beißt.
Ich hoffe, der findet jetzt nicht unsere Steaks. Kommt der tatsächlich mit hier? So. Schade ist bei der ganzen Geschichte, dass unsere schöne Schneehütte an der Pelzjägerhütte dann zusammenfällt. Vielleicht ist die sogar schon down. Man, I could use a drink. Sollst du haben. Man muss die nämlich instand halten. Immer mal nach dem Rechten schauen und flicken. Und wenn man das nicht tut, dann zerbröselt die so langsam. Und ich denke, jetzt waren wir schon mal ein paar Tage. Jetzt waren wir schon ein paar Tage nicht dort und. Ja. Damit hätten wir dann das Material verloren, was wir da investiert haben. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber in dem Game muss man eben. Oh ja, Backel, gern genommen. Muss man eben knauserig sein, so. Oh ja, tatsächlich. Dann sollte man nicht zu lange hier rumwuseln, sondern mal die erste Hütte anstreben. Nachmittag. So, die beiden scheinen Ruinen zu sein. Da kommt man, glaube ich, nicht mehr rein. Beiden außen. Aber die anderen. Und hier ist auch Vorsicht geboten. Also hier wetzt manchmal auch ein Wolf hinter dem Hügel, hinter dem Felsen lang und. Das möchte ich chippen. Einmal in die Richtung gucken. Einmal hier lang. So weit okay. Ein bisschen auf Schuhe oder auf Leder. This stuff will come in handy. Um Reparaturmaßnahmen durchzuführen. So. Bett. Regal. Da gibt's noch was. Okay, dann nehmen wir erstmal die auseinander. Und haben so ein bisschen aufgewärmt. Mal den Stuhl. Und da gibt es noch eine Kiste. Was ist eigentlich, wenn wir den Besen auseinandernehmen? Ach, dazu braucht man das Beil. Na, das ist nicht notwendig. Okay. So, sind wir ganz schön überladen. Das können wir mal ablegen. Wir kriegen ja überall Holz.
Warte, wo ist was Produktives? Hm? Okay, jetzt Vorsicht. Der Weg ist nicht weit, aber gefährlich. Damn it. So hungry. Tja, das ist nicht üppig. Das übersehen, ne? Scheint nicht so. So, hier stehen gleich noch zwei, die kann ich gleich noch mitnehmen. Da gibt es eine Notiz. Ja, die ganzen Notizen haben wir uns auch noch nicht durchgelesen. So. Man wird hier nicht verwöhnt mit Stuff. Aber hier, Trockenfleisch. Gut, gut. Das kann ich auseinandernehmen. Und einmal nichts. Okay. Ja, eine Menge Holz gäbe es noch. Dafür hätte ich auch einen Plan, wenn man nämlich wieder eine Nacht in der Höhle verbringen, braucht man Holz. So. Viele Bücher, die man als Anzünder verwenden kann, aber nichts zum Lernen. Okay. Ja, hier drin sind Lampen. Also wenn hier eine Aurora käme, könnte man nachts lernen.
So. Dann hätten wir noch ein Häuschen, glaube ich. Also eine Hütte am See, hier um die Ecke. Oh, da ist der Bär. Gehen wir hier lang. Es ist natürlich jetzt sehr kalt. Ich weiß nicht, ob es genügt, mich da mit dem Schlafsack reinzulegen. Ein Haken. Holz. Okay. Ich mich hier aufwärme, wahrscheinlich nicht. Nee. Das brauche ich nicht zu versuchen. Dann mal an dem Burschen vorbei. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht in eine unmögliche Lage bringe. Denn wenn der weitergeht, könnte man ja noch hinter ihm schnell in die Hütte schlüpfen. So, auch die scheint keine Tür zu haben hier. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Er scheint sich zu trollen. Right. I can't feel my feet. Ach, jetzt habe ich die blöde Zeitung mitgenommen, wenn man die wenigstens lesen könnte. Na, das war ja gar nicht toll. Das so läuft, wie ich mir das wünsche. Man sollte den Dicken nicht provozieren. Aber es klappt. Jetzt wird es aber ungemütlich. Schnell hinein. Ein Lehrbuch. Wie schön. So. Dann erstmal das. Reichen, denn wir brauchen in dieser Nacht kaum was. Ich schau mal nach Sachen, die ich tun kann. Vielleicht zu dunkel sein, um zu arbeiten. Sehen. Naja. Ah,
So. Ich glaube, um das zu reparieren, muss es hell sein. Ja. Genau wie beim Nähen. Meine ich. Ja, das war. Ja, im Dunkeln kann man nicht reparieren. Alles klar. Dann. Oben hat schon 80 wieder. Die haben hier einen Verschleiß, die Teile. Okay, ich habe 32 Kilo. Und jetzt einmal mache ich denn? Ein bisschen dösen ohne zu also ohne zu essen vorher. Mal 4 Stunden. Aurora gibt's nicht. Oh, 31 Tage. So, wie viele Stunden Schlaf werden das sein? Vielleicht 4? Ich kann auch 5 sagen. Komplett erholt. Also mehr ist nicht drin. So, und wir sind fast auf 100. Dann lasse ich mal ein bisschen noch die Zeit vergehen. Ja. Okay. Gut, mal hier noch auseinandernehmen, um ein bisschen den Vormittag vergehen zu lassen. Gut. This pack is getting kind of heavy. Ja, und wie heavy genau? 31. Okay. Dann geht's zurück. Wir haben jetzt die Hütten alle gecheckt. I never thought I'd be dying from the starvation. Die wichtigen Sachen. Haben wir raus, beziehungsweise es gab kaum was Wichtiges. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Zwei Wölfe. Noch einer. Und da ist noch einer. Oh, das ist natürlich weniger schön. Wir wärmen hier erstmal auf. Ja, und wie wir uns aus der Affäre ziehen, hier mit 4 Wölfen und einem Bären, werden wir in der nächsten Runde sehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Würde mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, bye bye.